Yama Kids sind der langlebigste Comic-Cartoon, den es je gegeben hat. Ganz entscheidend für den Wortwitz ist natürlich dieses Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch, was die Figuren da immer sprechen. Die Verbindung, die ich zu den Dirks habe, die ist natürlich geografisch bedingt. Ich bin auch in Heide geboren, in der Nähe von Heide aufgewachsen. Den Lärm kriegt man in die Zeichnung natürlich auch schwer, in den charakteristischen New Yorker Lärm. Da muss man denn die Rudolf Dirks Soundwords nehmen. Hat man sich ganz viel Mühe gegeben. So einen wunderschönen Baum gezeichnet. Ganz toll, so als Bleistiftzeichnung an dem Naturstudio und schreibt dann so grob da rein, weil ein Krankenwagen vorbeikam. Das wäre doch gut. Abseits davon, von diesem eigentlich extrem wichtigen Element der lautmalenden Worte, hat er noch die Bewegungslinien eingeführt. Also kaum ein Comic in den Folgejahren hat irgendwie ohne Bewegungslinien funktioniert. Just drawing on every scrap of paper they'd have, meat would be delivered and they would draw on the butcher paper and they just practiced and they got good, really good and good enough to come to New York and be cartoonists. Just at this incredibly important period in graphic history. I'm still doing it because that's my happiest part of the day. And I can't get enough of it. Okay, that's good. I'm happiest when I'm right here. I don't think about anything else. The radio's going and I'm inking and penciling and doing the number. Gustav Dirks ist der jüngere Bruder von Rudolf Dirks, genannt wurde er immer Gus. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ früh Insektencomics, Insekten vermenschlicht hat. Their father was a very violent man, clearly. Like, he hit people or something, because there is a streak of violence and frustration and depression in the family that can't be ignored. So we're going to talk about the death of Gus Dirks, and here we're going to talk about the family again. As always with the artist, you know, it's both things. It's this, in this family, there is this darkness and this violence, and there is this power and this desire to create and laugh and cause joy. In den Sommermonaten hat die Familie Dirks im Küstenort Ogunquit gelebt im Staat Maine. Mit der Bahn werden die dann einen Tag unterwegs gewesen sein, Richtung Norden. Da haben die Sommermonate verbracht und haben dann wieder ihre Sachen gepackt, um dann im Winter in New York zu leben. Es
wird immer gern die Geschichte erzählt, dass Rudolf den halben Tag im Studio saß und seinen Comicstrip gezeichnet hat und dann aber zugesehen hat, dass er auch rechtzeitig auf den Golfplatz kommt, wo er dann seine Freunde getroffen hat, die zum Teil auch Cartoonisten waren, aber die auch alle selbst gemalt haben. Das heißt, da gab es diese zwei Passionen. Einmal das Zeichnen von Cartoons, was der Broterwerb war, und das Malen.